sondern nicht immer alles ist legal, was wir machen. Und das bin mir jetzt nicht nachzumachen. Das können wir nur machen, weil jetzt die Jahreszeit entsprechend ist. Wir sind nämlich hier, und das werden wir jetzt gleich sehen, am Bodenseeufer. Und es ist sehr bald am Morgen und somit ist noch keiner unterwegs. Außerdem ist die Saison vorbei und dann kann man da ohne weiteres schon mal mit dem Fahrrad fahren. Sonst ist es eigentlich nicht so gern gesehen, weil viele Spaziergänger da sind. Aber wie gesagt, heute ist nichts los und da können wir das machen. Und wir zeigen euch jetzt einen Teil oder den schönsten Teil vom Bodensee, nämlich Konstanz. Da hinten fährt die Ursee und gleich geht's los. Ortschaften am Bodensee beziehen natürlich ihr Wasser alle aus dem Bodensee, auch hier in Konstanz. Es kommt aus 40 Metern Tiefe, dann aus dem See, wird nur gereinigt von Mikroorganismen und von Schwebeteilchen, kommt so in die Wasserleitungen. Und hier haben wir das Wasserwerk von Konstanz und da haben wir den See, aus dem es gewonnen wird. Das Trinkwasser für Konstanz. Also hier sind wir am Strand Bad Horn und da, wo die Ursi jetzt das Fahrrad durchschiebt, da ist normalerweise dann auch das Tor verschlossen, aber im Winter ist das alles nicht so eng. Man ist ja auch etwas tolerant. Stehen wir mitten im Bodensee? Ja, Mitte ist ein bisschen übertrieben, aber normalerweise ist hier Wasser. Da kann man normalerweise auch nicht stehen. Nein, ganz und gar nicht. Aber dieser außergewöhnliche Sommer mit so viel Trockenheit hat dazu geführt, dass wir heute so weit rausgehen können. So weit kann man eigentlich nicht einmal dann rausgehen, wenn der See am wenigsten Wasser hat, nämlich im Februar, März. Mhm. Also das ist schon sehr außergewöhnlich und wahrscheinlich geht auch nur ein bisschen zurück. Mhm. Da hinten haben wir die Fähre, vielleicht könnt ihr das erkennen. Ich weiß es nicht, was ihr erkennen könnt. Und auf der anderen Seite ist Meersburg. Aber da sieht man jetzt gar nichts, das ist nur viel zu dunstig. Ja. Und wir stehen hier am äußersten Zipfel der Halbinsel Bodenrück. Bodenrück, pack mal, zeig mal, ja. Ja. Hier hört der Bodenrück auf und das ist das Schwimmbad, das Freibad Horn von Konstanz. Was übrigens kostenfrei ist. Ja. Hm. Ich blende oben eine oder irgendwo hier am Bildschirm eine Karte ein. Und da könnt ihr dann sehen, wo wir genau stehen. Ich mache da einen Pfeil hin. Ja, okay. Und da teilt sich, das ist die Stelle, an der sich der Bodensee teilt. Hier in den Überlinger See mit der Fähre, mit der Bodenseefähre. Und auf der anderen Seite in die Konstanzer Bucht. Da sieht man die Schweiz am anderen Ufer. Und dann kommt eben bei der Konstanzer Bucht kommt dann die Stadt Konstanz, zu der wir dann hinfahren. Ja, genau. Und ganz, ganz, ganz da hinten, ganz, ganz da hinten, da ist Österreich. Da liegt Bregenz. Und da liegt Lindau. Ja. Aber das ist 50 Kilometer weg, Lindau, oder? Keine Ahnung. Circa. Ja. Auf jeden Fall ganz am anderen Ende vom Bodensee. Ja. So, und wir? Wir fahren jetzt weiter. Und fahren nach Konstanz. Vielleicht bleiben wir noch mal an einem Thermesteg stehen. Noch mal, wir sind in Konstanz. Ja, wir sind jetzt hier nicht in der Innenstadt. Das ist immer so ungenau, die Ursi. Wir sind ja nicht in der Innenstadt, wo wir ja jetzt hinwollen. Aber vielleicht machen wir noch einen Stopp an der Therme. Weil da geht nämlich auch ein Steg raus. Und vielleicht haben wir da einen besseren Blick auf Konstanz. Also probieren wir es. Also komm mit.
kleine Schlösschen Seeheim. Und da kann man erkennen, dass das Tor extra offen gelassen ist. Sonst muss man durch die Schleuse durch und da kann man mit dem Fahrrad gar nicht rein. Aber jetzt sieht man es dann nicht mehr so eng. Da sind wir jetzt an der Seestraße in Konstanz. Das ist einer der schönsten Stellen von Konstanz. Und da fließt auch der Rhein aus dem Bodensee bzw. in den Untersee. Das seht ihr jetzt hier. Und hier hat der Strom Rhein seinen Kilometer Null. Ja. So, da haben wir die Imperia. Zu der gibt es natürlich sehr viel zu erzählen, was wir jetzt hier aber nicht tun. Wir wollen uns nämlich hier kurz fassen. Über Konstanz gibt es so viel zu erzählen. Gell, Helle? Also ich sag mal, es gibt keine Stadt in Deutschland, die auf so engen Raum so viel Weltgeschichte geschrieben hat wie Konstanz. Da ist sehr viel passiert. Allerdings habe ich ein Verbot von der Ursi, dass ich mich hier zurückhalten muss. Obwohl ich eigentlich mit der Stadtgeschichte von Konstanz mich sehr gut auskenne. Ja, aber das würde jetzt einfach hier den Rahmen sprengen und deshalb wollen wir das nicht tun. Es gab hier wirklich sehr vieles zu erzählen. Es gab ja hier auch mal eine Papstwahl. Eben. Beim Konzil von Konstanz lässt sich alles nachschauen. Genau. Also ihr könnt ja mal nachlesen, Konzil von Konstanz. Ja, genau. Und dann eben wie gesagt, und dann mit den Bischöfen, unser schönes Münster. Eben und wie gesagt, von der Imperia gibt es eine tolle Geschichte. Ja, so gibt es einige Geschichten rund um Konstanz, aber wie gesagt, das wollen wir jetzt nicht. Wir können auch mal nachrecherchieren für unsere preußischen Freunde, wo die Wiege Deutschlands steht. Mhm. Nee, die Wiege Deutschlands, wo die Wiege Preußens steht. Ja, okay. Alles klar. Eben, da gibt es so viele Geschichten in und um Konstanz. Und aber die Welfen haben hier ihre Königswürden verloren, ausgehend von Konstanz. Und die Staufer haben dann diese Würden aufgenommen mit Friedrich II. Ja, wie ihr seht, wenn jetzt der Helle loslegt, dann hört er nicht mehr auf. Dann stehen wir nämlich in 2 Stunden noch hier. Deshalb gehen wir jetzt einfach durch unser schönes Städte durch. Jawohl. Zeigen euch schöne Orte, Winkel. Ja. Und ja, die Bilder sprechen jetzt eigentlich für sich, oder? Genau. Mhm. So machen wir es jetzt. Und wo die Bilder nicht für sich sprechen, sprechen wir. So machen wir es jetzt. Also, kommt einfach mit. Jo. Noch was ganz Besonderes, gell? So, was ihr hier schon seht, da stehen wir vor einer sogenannten Feuergasse. Ja? Ist auch heute noch relevant. Mhm, sehr wichtig. Gab es im Mittelalter sehr viele. Natürlich im Mittelalter waren die noch nicht überbaut und schon gar keine Türe drinnen,
Das hat man erst in der Neuzeit gemacht, weil man gedacht hat, man braucht die heute nicht mehr so. Aber wir hatten hier 2010 einen Stadtbrand in Konstanz. Und an dieser Stelle ist die Feuergasse nicht mehr vorhanden, weil man das Haus erweitert hat. Und es hätte fast zur Folge gehabt, dass das ganze Stadtviertel abbrennt. Deswegen lässt man die jetzt existieren, diese Feuergassen. Und zwar eine verschlossene Tür. Lädt natürlich immer ein, dass man da mal dahinter schaut. Und da wollen wir euch jetzt mit reinnehmen, okay? Aber es ist sehr eng, ja? Ja, und ab und zu huscht mal eine Ratte durch. Und eine tote Taube liegt drum. Haltet euch die Nase zu. Ja. Macht euch bereit auf eine enge Gasse. Das ist schön, oder? Ja, vor allen Dingen in den Gassen hier drin. Also grausam. Nochmal kleiner. Das sind hier mittelalterliche Fäkalerker. Ja. deswegen nennt man diese Feuergassen auch Schissgassen. Auf Hochdeutsch Scheiß. Nur die Tauben hinterlassen das gleiche noch. Geschafft. Jetzt gehen wir wieder raus. Es wird hier immer enger. So, Rosi, passt du auf? Ja. So, solche Feuergassen gibt es natürlich noch viele in Konstanz. Aber das war die schönste hier. Hier haben wir auch gleich noch mal eine. Von Konstanz. Das ist das ehemalige Zunfthaus der Leinweber. Und hier sind die Bemalungen, das sind also wichtige Episoden der Konstanzer Stadtgeschichten. Ich sag mal mitunter die vier wichtigsten Episoden. Also der Friedensschluss von Barbarossa mit den Lombarden, Einzug der Hohenstaufen Friedrich II.
dann die Belehnung des Burggrafen von Nürnberg und der Kampf mit den Spaniern. Aber die Details vergreife ich mir. Ah, das wird auch gut sein, dann sonst wird es dunkel, bis wir hier fertig sind. Und wichtige Persönlichkeiten sind auch noch abgebildet, wie Plara, Wessenberg und so weiter, aber alles nur am Rande erwähnt. Genau. Hier vom Trauzimmer, vom historischen Trauzimmer, kommen viele Menschen auch aus Deutschland, um hier zu heiraten. Und jeder anständige Konstanzer, der hat natürlich dann das Gleiche vor und nach der Hochzeit. Mann und Frau stehen in der Mitte, die Verwandtschaft steht dann rechts und links. Und ratet mal, wer da auch schon stand? Wir. Ja, wir waren damals genauso hübsch, wie wir jetzt sind. Allerdings waren wir noch etwas schlanker. Mit jedem Jahr sind wir halt ein bisschen breiter geworden. Ja. In Konstanz gibt es nicht nur Altes, sondern auch Modernes. Oh, Helle. So, und jetzt stehen wir da vom Lenkbrunnen, vom Peter Lenk. Und es steht auch hier die Robin. Die Robin ist die Chefin von Stadtführer Konstanz. Ich verlinke es noch unten, www.stadtführer-konstanz.de. In Konstanz gibt es die Touristinformation, die Stadtführungen anbietet. Dann gibt es noch ein paar kleinere Organisationen. Und ihr, glaube ich, seid mittlerweile ganz gut etabliert in Konstanz. Robin, hallo erstmal. Hallo, freut mich. Robin, wir machen einen kleinen Rundgang, um unser Konstanz zu zeigen. Wir sind aber hier nicht da, um dann Stadtführungen durchzuführen, aber das genau machst ja du mit deiner Organisation. Speziell bieten wir natürlich individuelle Stadtführungen an, mit viel Witz und Humor. Anekdoten statt Jahreszahlen. Genau, genau. Ein Leitmotto von den Stadtführern hier. Da hat jemand ja unsere Webseite angeguckt. Ja. Ja, und natürlich bieten wir neben individuellen Stadtführungen eben auch Führungen für Reisegruppen, Reisebusse an. Aber im Sommer, in den wichtigsten Sommermonaten hier in Konstanz, eben auch öffentliche Stadtführungen, für jeden, die sich für Paare anbieten, aber auch für Familien, wo jeder zu einem bestimmten Zeitpunkt an einen bestimmten Treffpunkt kommen kann und unsere Stadtführung genießen darf. So, und jetzt habe ich noch einen Wunsch an dich. Wenn ich schon eine kompetente Stadtführerin da habe, kannst du uns ein bisschen was zu diesem Brunnen hier sagen? Ja, wir stehen hier unter dem ersten wichtigen Werk des Künstlers Peter Lenk, das er für Konstanz geschaffen hat. Peter Lenk kennt man eben auch vor allen Dingen als Erschaffer der Imperia am Konstanzer Hafen. Peter Lenk hat hier ein satirisches Werk auf den Verkehr in Konstanz errichtet und wir stehen hier an einer der wichtigsten Hauptverkehrsstraßen von Konstanz. Also passender konnte er seinen Konstanzer Triumphbogen auf den Verkehr nicht errichten. Ja, und man muss sagen, Verkehr ist hier definitiv auch doppeldeutig zu verstehen, als gute Überleitung eben auch zu unserer Hübschlerin Imperia. Also ich sage immer gern, dass der Triumphbogen ein Denkmal für den Autofahrer gewidmet den Verkehr auf der Laube. Ist das so zutreffend? Das kann man so zusammenfassen. Super, wieder was gewusst, ja. Also Robin, vielen Dank. Gerne. Ja, wir verlinken deine Webseite da rein. Und wenn ihr Interesse habt an mehreren Details für Konstanz, das ist die richtige Ansprechpartnerin. Genau, super, so, vielen Dank. Vom Konstanzer Münster
Und da wollen wir euch eine Sache erklären, den Bischof Konrad. Aber den machen wir doch von drinnen, oder? Den machen wir drinnen, natürlich. Ja. Es gibt natürlich da sehr, sehr viel dazu zu sagen, ja. Aber Bischof Konrad, den können wir nicht vorenthalten. Nee, das ist auch eine ganz nette Geschichte, die also, da dahinter steht. Genehmigt von Ursi. So, und hier sind wir im Eingangsbereich von Konstanzer Münster. Das sind echte Nussbaumholztüren, die sind also richtig historisch. Und wie ihr sehen könnt, hier hängt auch das Papstwappen von unserem Papst Franziskus. Hier hängt immer das aktuelle Papstwappen, weil das Konstanzer Münster ist eine Basilika Minor. Und zwar hat sie diese Auszeichnung Basilika bekommen 1955. Weil sie die einzige Kirche nördlich der Alpen ist, in der ein Papst geweiht wurde. Und hier haben wir den Bischof Konrad von Konstanz. Da seht ihr mit seinem Kelch. Und auf dem Kelch ist eine Spinne. Und da haben wir euch gleich was dazu zu sagen. So, hier haben wir wieder das Schirmchen einer Basilika Minor. Wir haben es euch ja schon gezeigt in Walldürn. Den Film verlinken wir mal oben. Und auch hier im Konstanzer Münster steht so dieser gelb-rote Schirm. So, jetzt haben wir hier doch mal den Bischof Konrad von Konstanz. Okay. Also, hier haben wir wieder den Bischof Konrad von Konstanz. Und immer wenn ihr einen Bischof seht mit Kelch in der Hand, mit einer Spinne am Kelch, die seht ihr jetzt da gleich, dann handelt es sich immer vom Bischof Konrad, um den Bischof Konrad von Konstanz. Und dazu gibt es eine Geschichte, die ich euch gerne erzählen möchte. Bischof Konrad von Konstanz, hier sind wir jetzt bei seiner Kapelle, das ist die Konradskapelle. Und hier hat man die Gruft, da war er gelegen, der Bischof Konrad. Aus vielerlei Gründen liegt er nicht mehr dort. Was erhalten geblieben ist und was noch eine Reliquie hier im Konstanzer Münster ist, das ist in dieser Schatulle. Da liegt der Originalkopf, der Totenschädel von Bischof Konrad. Und wer mir das nicht glaubt, der sollte zum Konradi-Fest kommen. Das ist immer im November in Konstanz. Und da kommt dieser Schrein nach oben in den Altarraum, da kann man auch seitlich reinschauen und da sieht man dann, dass ein Totenschädel drinnen liegt. Jetzt müsste ich aber noch erklären, warum der Bischof Konrad immer mit Kelch und mit Spinne dargestellt wird. Und da gibt es folgende Geschichte dazu. Der Bischof Konrad hat eine Messe gelesen, er hat den Wein geweiht. Und während er den Wein weiht, kommt von oben eine giftige Spinne heruntergefallen und fällt natürlich genau in den Weinkelch. Jetzt stand er da mit seinem Kelch, mit der Spinne drinnen. Die Kirche war voller Zuhörer. Es blieb ihm gar nichts anderes übrig. Der Wein war geweiht. Mit einem Schluck hat er den Wein mitsamt der Spinne ausgetrunken. Es ist ihm nichts passiert. Als dann die Messe zu Ende gewesen ist, ist er zu Hause gesessen mit seinen Mitbewohnern beim Abendbrot. Und während sie speisen, wird der Bischof Konrad auf einmal kreidebleich. Einer seiner Mitbewohner fragt, was ist mit dir los? Geht es dir schlecht? Nein, sagt er, es ist alles in Ordnung. Ich erwarte heute nur noch Besuch. Und in dem Moment krabbelten die Spinne wieder aus dem Mund heraus. Also das ist tatsächlich so. Ihr könnt auch die Stadtführerin mal fragen, jetzt habe ich es euch ja vorgestellt. Und das ist noch gar nicht das Wunder. Das Wunder ist, die Spinne, die ihm aus dem Mund gekrabbelt ist, die hatte das Zeichen der Kirche auf dem Rücken. Und das Zeichen der Kirche ist das Kreuz. Also, ihr wisst jetzt, woher die Kreuzspinne kommt. Und wenn ihr das nächste Mal eine Spinne seht, dann erschreckt nicht. Denkt an den Bischof Konrad von Konstanz. Rettet ihr das Leben. Der Bischof Konrad von Konstanz wird es euch danken. Mm-hmm.
sind jetzt hier am Döbele. Das ist der große Busparkplatz in Konstanz, aber auch der Wohnmobilstellplatz. Und da kommt jetzt gerade der Bus. Ist also sehr stark frequentiert und auch durch die Hauptstraße nicht sonderlich ruhig. Und das ist die Entsorgungsstation. Natürlich nicht so ideal, denn man sieht hier den dicken Stein, der in der Mitte liegt. Und der macht das Ganze dann zum Entsorgen etwas unangenehm. Also ohne Abwasserschlauch kommt man hier gar nicht klar. Tageshöchstsatz 18 Euro, das heißt, es ist auch kein billiger Stellplatz. Die Sanitätsstation hier für die Toilette. Und mit dem Auto kann man wohl nicht hinfahren, denn hier ist dieser Begrenzungsstein, der ein Zufahren und ein Ablassen ohne Schlauch so gut wie bei den meisten Mobilen für unmöglich macht. Also Konstanz ist so eine wunderschöne Stadt, aber der Stellplatz, den finde ich absolut ein No-Go eigentlich. Furchtbar laut. Ja, also er ist genau zwischen der Straße, zwischen der normalen Bundesstraße, die in die Schweiz führt, also viel Verkehr. Dann ist genau der Busparkplatz für Reisebusse daneben und dahinter ist noch der Großparkplatz für PKWs. Und dann 18 Euro. Für den Tag, also Tageskarte. Ich finde, das ist ein No-Go eigentlich. Aber zentral liegt er. Total zentral natürlich, keine 2 Minuten in die Innenstadt. Man muss sich das halt überlegen, also zum Stadtbesichtigen ist es sicherlich nicht schlecht, aber ich denke, die bessere Alternative ist, man stellt sich bei einem Campingplatz ab und fährt dann mit dem Stadtbus in die Innenstadt rein. Ja, das ist auf jeden Fall ruhiger. So würden wir das machen. Ja, also übernachten würde ich sagen, nein. Ja, da gibt es andere Möglichkeiten in Konstanz, ja, auch außerhalb von Campingplätzen. Ja, schönere. Ja, wir würden uns, wenn wir mit dem Reisemobil hierher kommen, irgendwo frei hinstellen. Auf jeden Fall. So ist es, ja. Also eins muss ich aber noch dazu sagen, das Wasser ist hier absolut kostenlos, also nicht nur im Preis integriert, sondern wenn ihr mal eure Toilette entsorgen müsst, wenn auf der Durchreise oder wenn ihr mal frisches Wasser braucht, das gibt's hier. Ganz kostenlos und ist garantiert sauberes Bodenseewasser. Einen positiven Punkt haben wir noch gefunden für den Stellplatz in Konstanz. So, das war unser Konstanz.
Im Herbst, nicht im Sommer. Ja, und damit ist auch die kleine Bodensee-Playlist zu Ende erstmal. Wir hoffen, euch hat Konstanz gefallen. Wir wollen euch dazu auch ein bisschen animieren, Konstanz zu besuchen, die schönste Stadt am Bodensee. Wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr euch gerne an uns wenden. Wir beantworten alle Fragen, soweit es uns möglich ist. Den Link zur Stadtführerfirma blenden wir euch noch mal unten ein. Ja, und wenn es euch gefallen hat, wir freuen uns über Kommentare, wir freuen uns über einen Daumen. Natürlich nach oben. Ja, anders natürlich nicht. Ja. Und wenn ihr uns abonniert, unseren Kanal, freuen uns das auch. Dann bekommt ihr auch jederzeit die Information, wenn wieder was Neues von uns beiden angeboten wird. Ursi, gibt es noch was zu sagen? Nein, eigentlich, das war jetzt ein kleiner Einblick. Es gibt noch so viele schöne Ecken in Konstanz, die wir natürlich unmöglich alle zeigen konnten. Also, geht gar nicht. Ich kann euch stundenlang durch Konstanz führen, aber ihr könnt es euch selber anschauen. Konstanz ist allemal eine Reise wert. Auf jeden Fall. Also, macht's gut, bis demnächst wieder. Ciao. Tschüss.